nochmal herzlich willkommen hier im Panel 10, Rassismus begegnen, Zivilgesellschaft stärken, ist unser Thema. Und ich stelle uns vielleicht ganz kurz vor, wer hier durch das Programm oder durch dieses Panel führen wird. Das ist einmal mein Kollege Herbert Goldmann, der Sprecher für den Bereich Petition und Landesplanung in der Landtagsfraktion ist. Ich bin Verena Schäffer, ich bin Sprecherin für Innenpolitik und das Themenfeld Rechtsextremismus und sitze auch im NSU-Untersuchungsausschuss. Und ich glaube, man kann für uns beide sagen, dass es uns vielleicht sogar lieber gewesen wäre, wir bräuchten diesen Workshop oder diesen Panel gar nicht, hätten wir das Problem Rassismus, Rechtsextremismus nicht. Das wäre uns, glaube ich, hier allen lieber. Es ist aber nicht so. Ganz im Gegenteil, ich glaube, wenn man sich die Debatten und auch die Entwicklung der letzten Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre anguckt, dann muss man sagen, es ist sehr dringend, dass wir über diese Themen sprechen, angesichts von hohen Umfragewerten der AfD, angesichts von vielen Übergriffen und Angriffen auf geflüchtete Menschen, auf Unterkünfte, von Flüchtlingen, die Zahlen haben wir vorhin gehört, es gibt eine Verachtfachung der rechtsextremen Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte allein in Nordrhein-Westfalen. Wir haben gerade die Ereignisse in Klausnitz gesehen, aber natürlich gibt es auch als ganz alltägliche Rassismuserfahrungen, Diskriminierungserfahrungen und deshalb finden wir es dringend notwendig, über diese Themen zu sprechen und dringend notwendig, dieses Panel zu haben. Es ist eines der größten Panels. Wir haben auch einen Livestream. Wir haben vorher vereinbart, dass der Livestream und die Kamera auf das Podium gerichtet ist. Das heißt, es muss keiner Sorge haben, dass sie oder ihr gefilmt werdet. Das ist ja gerade bei diesem Thema auch immer sehr sensibel. Also dass die Kamera ist sozusagen auf das Podium gerichtet. Und ich möchte einfach alle auch ermuntern, sich gleich zu Wort zu melden. So, wir würden dann ganz gerne anfangen. Wir haben sehr wenig Zeit, aber viele interessante und gute Menschen hier auf dem Podium hier vorne sitzen, die viel zu sagen haben. Deshalb möchte ich direkt einsteigen. Vielleicht kurz im Ablauf, wie wir es machen werden. Wir werden immer eine Person vorstellen und dann eine Eingangsfrage stellen. Es sind verschiedene Eingangsfragen, damit wir auch nicht nur immer dieselben Statements hören, sondern ich glaube, dass hier eine ganze Bandbreite von verschiedenen Facetten gezeigt werden kann. Danach wollen wir gerne sozusagen das, die Diskussion öffnen und auch Ihre und Eure Wortmeldungen entgegennehmen und zum Schluss nochmal ein Abschlussstatement machen. Und ich hoffe, dass wir ganz gut durchkommen mit der Zeit. So, und ich würde gerne beginnen mit Silvia Löhrmann, unserer stellvertretenden Ministerpräsidentin, Ministerin für Schule und Weiterbildung in Nordrhein-Westfalen, Mitglied der Grünen, langjährige Abgeordnete hier, aber vom Beruf her Lehrerin aus Solingen, war auch Lehrerin zum Zeitpunkt des Brandanschlags im Jahr 1993, was Silvia vielleicht ja auch in ihrem Weg nochmal geprägt hat, vermute ich. Auf jeden Fall möchte ich dich gerne fragen, Silvia. Schule hat ja eine wichtige Rolle, wenn wir über eine vielfältige Gesellschaft reden, wenn wir darüber reden, Rassismus bekämpfen zu wollen. Und du nimmst das ja auch als Aufgabe sehr stark an als Schulministerin. Du hast den Bereich Gedenkstättenfahrten gestärkt. Das ist dir ja sehr wichtig. Auch das Projekt Schule ohne Rassismus ist in Nordrhein-Westfalen ja nochmal zusätzlich auch gestärkt worden in deiner Amtszeit. Ich würde dich gerne fragen, was aus deiner Sicht die Rolle von Schule in diesem Themenkomplex ist und wie Schule dem Phänomen Rassismus begegnen kann oder auch muss. Ja, danke schön. Wir hatten ja jetzt die DACTA und die haben wir auch heute noch, aber heute ist hier wichtiger, zumindest für mich. Und eine der die DACTA hat dann immer eine Botschafterin. Und in diesem Jahr ist das Dunja Hayali, die ja letztens einen Preis bekommen hat und die hat auch auf der DACTA nochmal einen Preis bekommen. Und die hat einen ganz bemerkenswerten Satz gesagt: Kinder sind einfach noch keine Rassisten oder so ähnlich. Und wenn wir uns umgucken, auf Spielplätzen, in Kitas oder auch in Schulen, je kleiner und jünger die Kinder sind, umso eher stimmt, glaube ich, dieser Satz. Weil Kinder sich noch unbefangen begegnen, weil Kinder nicht Angst haben vor was, was man selber nicht kennt, sondern neugierig drauf sind. Und die Frage ist ja, und ich fand den Vormittag schon sehr, sehr anstrengend und auch bereichernd und herausfordernd, über all die verschiedenen Statements hinweg, die Frage ist ja, ab wann setzt sozusagen das ein, dass Kinder sich gegenseitig nicht mehr
neugierig begegnen, sondern dass sie anfangen, was Besseres sein zu wollen als andere, andere abwerten zu wollen, sich mit Beschimpfungen untereinander oder auch anderen gegenüber hervorzutun und. Und ich glaube, dass wir das genauer erkunden müssen, um damit auch dann, ich sag mal, zivilgesellschaftliche, pädagogische, staatliche, kommunale Antworten zu geben. Und in der Tat hat mich das in meinem Leben schon immer begleitet. Und der Solinger Brandanschlag war natürlich ein extremer Einschnitt. Ich war damals Lehrerin an einer Gesamtschule und schon Mitarbeiterin einer regionalen Arbeitsstelle zur Förderung ausländischer Kinder und Jugendlicher, so hieß das damals noch, die Vorläufer der kommunalen Integrationszentren, und war Fraktionssprecherin im Solinger Stadtrat für die Grünen. Und das war ein Schock, weil Solingen eigentlich eine Stadt ist, die schon immer Integration ganz groß geschrieben hatte, auch viele Migranten immer schon hatte. Und wir haben damals im Stadtrat formuliert, Solingen ist überall, weil wir gesagt haben, wenn in Solingen so etwas Schlimmes passieren kann, so ein Brandanschlag, dann kann der in jeder Stadt Deutschlands passieren. Und wollten damals natürlich unsere Lehren daraus ziehen und haben einen Jugendstadtrat, es hat sozusagen einen Projekttag für die ganze Stadt mit allen Schulen gegeben, und alle Schulen haben auch mitgemacht, das haben wir damals von der RAA organisiert, und daraus ist zum Beispiel der Solinger Jugendstadtrat erwachsen, der als einer der wenigen Jugendstadträte auch immer noch sehr, sehr aktiv ist, der auch gut angenommen ist und der gewählt wird auch stark. Manche Jugendstadträte, da ist das wie mit der Beteiligung an Wahlen, die werden nicht so propagiert, aber hier fühlt sich die Stadtgesellschaft ziemlich in der Verantwortung. Und es gibt auch bis heute noch, etwa macht der Jugendstadtrat Projektarbeit, um die Flüchtlinge zu unterstützen und vieles mehr. Und ich glaube, wir müssen wirklich, mir hat das sehr gut gefallen, was Herr Zick heute Morgen gesagt hat, zivilcouragierte Bildung, die müssen wir versuchen zu stärken und zu systematisieren. Und da sind natürlich diese Projekte, Schulen gegen Rassismus, Schulen mit Courage, ungeheuer wichtige, gute Instrumente. Und ich bin froh, seit der Zeit, die ich im Amt bin, dass sich die Zahl verdoppelt hat der Schulen, die mitmachen. Also wir fördern es systematisch. Wir haben auch in unserem Referenzrahmen, was ist eine gute Schule, den wir ja auch erarbeitet haben, auch mit Beteiligung. Und da ist aufgefächert, was macht eine gute Schule aus? Und da hat der Komplex, wie gehen wir in unserer Schule, welche Spielregeln geben wir uns in unserer Schule und natürlich unter Beteiligung der Schülerinnen und Schüler, das nimmt einen großen Stellenwert ein. Und nicht nur natürlich lesen, schreiben, rechnen lernen, sage ich jetzt mal ein bisschen vereinfachend, sodass sich in unseren Schulen die Jugendlichen darauf berufen können, die ja auch die Drittelparität haben, die haben wir gestärkt, die haben wir wieder eingeführt, weil ich finde, wenn man will, dass Jugendliche demokratisch agieren, dann müssen sie auch die demokratischen Instrumente natürlich dafür bekommen. Dadurch haben wir demokratische Beteiligung und Partizipation gestärkt, und darauf können sich Schulen berufen und die Jugendlichen in den Schulen können sich darauf berufen. Und das tun sie auch. Wir veranstalten regelmäßig Demokratietage, wo Schulen mitmachen können. Wir haben das Programm Schule der Vielfalt, wir haben die Europaschulen, also wir haben verschiedene, wir haben die BNE-Schulen, im weitesten Sinne gehört das auch dazu. Und das heißt, wir haben systematische Instrumente geschaffen, um diese demokratische Schulkultur, die für mich Teil des Bildungsauftrages ist, um die zu stärken. Und ich erlebe, dass junge Leute das enorm nutzen und dass auch von sich aus, auch die Fahrten nach Auschwitz oder nach Ypern, dass die Jugendlichen immer von sich aus den Transfer in die heutige Zeit vornehmen. Und das ist unheimlich ermutigend, unheimlich toll. Die Mantelteile sind immer schrecklich in den Zeitungen im Moment, aber die Lokalteile sind eigentlich immer ganz gut, weil da fast jeden Tag irgendwas Gutes berichtet wird. Eine Realschule, die einen Projekttag zur Flucht macht und sagt, wir wollen die Menschen hinter der vermeintlichen Masse sehen. Also da kann man, glaube ich, ganz, ganz viel gestalten. Und wir müssen dazu beitragen, dass das vor Ort aufgegriffen wird und vor Ort zum Thema gemacht wird, weil ich glaube, wenn wir Kinder und Jugendliche stark machen und wenn wir sie
Gestaltung erleben lassen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, letzter Gedanke. Die sogenannte Gestaltungskompetenz ist ein wichtiges Element der Demokratiepädagogik. Das heißt, wenn junge Leute erfahren, es macht einen Unterschied, wie sie sich verhalten für die bessere Gesellschaft, die bessere Welt, dann stärkt es sie, das auch weiterhin tun zu wollen, weil es ihnen natürlich gut tut. Und die Zuversichtskompetenz ist dann sozusagen der nächste Schritt. Wir können das gemeinsam hier in unserem Mikrokosmos, können wir das hinkriegen und dann können wir uns auch um die Umwelt und um anderes kümmern. Also das sind wichtige Elemente einer, aus meiner Sicht jetzt von mir aus, zivilcouragierten Pädagogik. Okay, dann ist es jetzt meine besondere Freude und Ehre, Ihnen Frau Köbra-Gümüşay vorstellen zu können. In Hamburg geboren, nach meinen Informationen jetzt in Oxford lebend, Journalistin, Bloggerin, Netzaktivistin und sonst wäre sie auch nicht hier, gefragte Diskussionsteilnehmerin, Botschafterin gegen Rassismus der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, neben den weiteren vielfältigen Tätigkeiten. Frau Gümüşay, Sie machen schon seit Jahren immer wieder auf das Thema Rassismus aufmerksam, insbesondere antimuslimischer Rassismus. Sie haben im Jahr 2013 die Aktion Hashtag Schauhin mit initiiert. Mit dem Hashtag haben viele Menschen über eigene Rassismuserfahrungen berichtet und oder über das Thema Rassismus auch diskutiert. Der Hashtag ist nach meinem Kenntnisstand auch heute noch aktiv. In der Diskussion um die sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht haben Sie den Aufruf Hashtag ausnahmslos mitgestaltet und sich gleichermaßen gegen Rassismus und Sexismus positioniert. Neben der Auseinandersetzung mit dem Thema haben solche Aufrufe und Aktionen ja auch immer einen Empowerment-Aspekt. Was kann Politik aus Ihrer Sicht tun, um Personen, die potenziell von Rassismus betroffen sind, zu stärken, gerade auch in schwierigen Debattenlagen wie nach den Vorfällen am Silvester? Ja, speziell in diesem Kontext ist es so, dass wir in der Vergangenheit immer wieder den Fehler gemacht haben, in die falsche Richtung zu hören oder das Gefühl zu haben, in der Politik bestimmte Fragen beantworten zu müssen. So Fragen, die wir ad absurdum diskutiert haben in der Vergangenheit, waren zum Beispiel, gehört der Islam zu Deutschland? Gehören Muslime zu Bayern? Und dann gab es so ad absurdum diskutierte Fragen. Und diese Fragen haben dazu geführt, dass die Menschen, dass die Fragen, die wir diskutiert haben, immer in eine bestimmte Richtung gingen, nämlich in eine oftmals populistische, oftmals rassistische, rechtsradikale Richtung. Wir müssen selber Debatten führen, wir müssen selber Fragen stellen, wir müssen diejenigen sein, die die Diskussionen anleiten, die das Agenda-Setting machen. Nach der Silvesternacht in Köln und auch in anderen Städten in Deutschland habe ich eine gewisse Lethargie gespürt in Deutschland. Die Politik war eine Art Schockstarre. Denn dieses Horrorszenario, das gezeichnet worden war von Rechtsradikalen, von Populisten, von Publizisten aus der Ecke, war immer eines gewesen von diesen afrikanischen, muslimischen, schwarzen Männern, die über unser Land rennen und unsere Frauen reihenweise vergewaltigen werden. Und plötzlich schien dieses Horrorszenario wahr geworden zu sein, als dann die Silvesternacht geschehen ist und die Berichterstattung darüber stattgefunden hat. Und was dann sehr deutlich geworden ist, dass sich die Politik danach gesehnt hat, dass aus der Zivilgesellschaft heraus eine starke Stimme nach Besonnenheit ruft. Eine starke Stimme aus der Zivilgesellschaft sagt, ja, wir müssen über Sexismus diskutieren, wir müssen über sexualisierte Gewalt diskutieren, wir müssen das aber nicht tun, indem wir in rassistische Fallen tappen. Wir können über diese Probleme diskutieren, ohne bestimmte Stereotype immer wieder zu ernähren, immer wieder eine bestimmte Narrative zu predigen. Und ich denke, was die Politik auch in der Zukunft tun muss, ist, die richtigen Gesprächspartnerinnen und Partner wählen. Es kann nicht sein, dass über diese Themen immer wieder Menschen diskutieren, die vor der Silvesternacht Sexismus noch belächelt und verharmlost haben. Ich finde, der erste Schritt, um nachhaltige und konstruktive Diskussionen zu führen, ist, diejenigen einzuladen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, die diese Themen ernst nehmen und nicht diejenigen, die diese Themen versuchen, für ihre eigenen Narrativen zu instrumentalisieren.
Ich glaube, die Frage, wie sozusagen über Köln diskutiert wurde, ist ja auch eine Frage, wie sind die Medien damit umgegangen. Deshalb würde ich ganz gerne mit Daniel Bax auch weitermachen und den Aspekt der Medien so ein Stück weit auch nochmal näher beleuchten. Sie sind ja Redakteur bei der Taz. Sie hatten vorhin schon das Keyword ja auch gehalten. Insofern sind Sie sozusagen hier auch schon bekannt. Aber Sie haben ja vor kurzem, ich glaube im August, September letzten Jahres, ein Buch herausgebracht mit dem Titel Angst ums Abendland, warum wir uns nicht vor den Muslimen, sondern vor den Islamfeinden fürchten sollen. Ich finde, sehr schöner Titel. Die Frage an Sie, Sie beschäftigen sich ja schon länger auch mit dem Thema antimuslimischer Rassismus. Wir erleben momentan, wie zum Teil in den Medien berichtet wird. Wir haben eine heftige Diskussion darüber geführt, soll die AfD jetzt in Talkshows eingeladen werden oder nicht. Meine Frage an Sie wäre, welche Verantwortung haben eigentlich die Medien und wie geht man auch ganz persönlich als Journalist damit um? Sie sind ja Redakteur. Welche Rolle sehen Sie da auch? Ja, vielen Dank. Also ich sehe die Rolle der Medien da schon sehr zentral an bei der Debatte und finde auch, dass sie eine gehörige Verantwortung dafür tragen, dafür, dass Pegida entstehen konnte. Also könnte fast Mitleid mit Pegida haben, weil die haben ja ihre Informationen über das, was sie vom Glauben, was der Islam ist, was Muslime sind, ja aus von Kronzeugen aus den Mainstream-Medien, nicht nur aus irgendwelchen Internetblogs, sondern eben auch aus etablierten Zeitungen und Magazinen entnommen. Also das ist eine Debatte, die wir jahrelang geführt haben. Die Argumente sind nicht so überraschend, die da kommen. Das Islamisierungsargument, diese Islamisierungsangst wurde ja auch von renommierten Medien transportiert. Und deswegen tragen sie eine gehörige Verantwortung dafür, dass diese Ressentiments so verbreitet und salonfähig ist. Man kann ja schon davon sprechen, wenn mehr als jeder Zweite in Deutschland Ängste vor Muslimen hat und sie nicht, die Vorstellung, dass man muslimisch und deutsch sein kann, nicht in allen Köpfen vorhanden ist, kann man was fragen, ist das nicht vielleicht schon Teil unserer Leitkultur? Also wenn man dieses Wort überhaupt benutzt, ist es nicht schon Teil unseres gesellschaftlichen Konsens, dass Muslime nicht dazugehören? Wenn jeder, mehr als jeder Zweite so denkt, dann muss man diese Frage stellen. Also das Problem ist, dass wenn wir uns die Medien angucken, Redaktionen angucken, in vielen Redaktionen halt auch sehr wenige Leute sind, die mit Migrationshintergrund haben, sehr wenige Leute sind, die muslimischer Herkunft sind. Also es gibt so Schätzungen, 3% oder so in Redaktionen haben Migrationshintergrund. Das sind sehr wenige, das ist kein Spiegel der Gesellschaft. Und manche Medien sind sich dessen bewusst geworden in den letzten Jahren, haben das aktiv auch eine Diversitätspolitik betrieben, versucht ihr, sich vielfältiger aufzustellen, andere nicht. Und es braucht eine Debatte darüber, wie man diese Diversität fördert in den Medien. Also weil das tatsächlich ein Problem ist, wenn Redaktionsstuben Parallelgesellschaften sind, dann braucht es da eben auch aktive Einflussnahme darauf, dass sich das, also das lenkt ja auch den Blick auf die Gesellschaft. Das zeigt ja, der Blick ist ein sehr spezifischer auf die Gesellschaft. Das ist der Blick einer Mittelschicht, einer weißen Mittelschicht, die besorgt ist um die Zukunft, aber die Sorgen der anderen vor Rassismus zum Beispiel kommen in diesen Debatten oft viel zu kurz. Und man muss einfach sehen, dass dieses Islam-Bashing auch ein Geschäft ist. Das ist ein Geschäft, man verkauft damit viele Bücher, man macht mit Talkshows mit der Frage, wie viel Islam verträgt Deutschland, macht man hohe Quoten, das sorgt für Streit, Konflikt und das ist natürlich attraktiv. Es gibt bestimmte Medien, etablierte Medien, ich will jetzt keine Namen nennen, die sich auf diesen Bereich, würde ich mal sagen, fokussiert haben, die dieses Publikumssegment bedienen mit Ressentiments und das lässt sich nicht vermeiden, weil das einfach wirklich, damit kann man viel Geld verdienen, aber natürlich müssen gerade öffentlich-rechtliche Sender und andere Anstalten, also müssen Medien, die seriös sein wollen, an ihre Verantwortung erinnert werden, eben einen diversen Diskurs, einen pluralistischen Diskurs zu führen. Die Frage, ob man mit der AfD reden muss oder nicht, finde ich dabei eher sekundär. Also natürlich muss man sich mit den Argumenten auseinandersetzen und das Problem ist eben, wie gesagt, nicht nur die AfD. Man muss, das ist eine Frage, die jeder Sender für sich, jede Redaktion für sich entscheiden muss. Muss man einen Sarrazin interviewen? Muss man die AfD jetzt befragen oder nicht? Das muss man von Fall zu Fall entscheiden. Aber grundsätzlich finde ich, dass die Medien da eine sehr verhängnisvolle Rolle teilweise gespielt haben. In der Vergangenheit schon, Sarrazin-Debatte, hatte man den Eindruck, die Politik ist eher getrieben worden. Es war ja nicht die Politik, die ihn salonfähig gemacht hat. Es waren bestimmte Medien, die seinen Thesen viel Raum gebracht haben. Und das haben wir in der Flüchtlingsdebatte. Mein Eindruck wiederholt sich das jetzt. Wir hatten einen Sommer der Willkommenskultur. Der wurde ja auch sozusagen von der Kanzlerin persönlich quasi eingeläutet.
und die skeptischen Stimmen kamen überwiegend aus den Medien. Das waren eben die Bedenkenträger in den Redaktionen, das waren angesehene Intellektuelle, die sagen, Wasser in den Wein gemischt haben und gesagt haben, schaffen wir das? Die Frage wurde sehr früh gestellt und das kam nicht aus der Politik zuerst, das kam tatsächlich zuerst aus den Medien. Und das, die Vorstellung, dass die Medien so links sind und die Journalisten alle so aufgeklärt sind und dass die Intellektuellen in Deutschland so links stehen würden, das ist ein Mythos. Ich glaube, dieser Mythos hat sich mittlerweile widerlegt. Wir kommen zu Anna Broden auf meiner rechten Seite. Anna Broden ist seit 1999 Leiterin des Informations- und Dokumentationszentrums für Antirassismusarbeit in Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Düsseldorf. IDA NRW berät, qualifiziert und vernetzt Multiplikatorinnen der Jugendsozialarbeit sowie Lehrerinnen. Frau Broden, wie äußern sich rassistische Deutungsmuster in der Bildungsarbeit? Wie reagieren Sie darauf? Und sehen Sie diesbezüglich einen Bedarf an zusätzlichen Projekten? Also das erste Problem, mit dem wir eigentlich hier in der Bundesrepublik zu tun haben, ist, dass Rassismus als ein Phänomen wahrgenommen wird, was mit dem 8. Mai 1945 als erledigt gilt. Rassismus scheint ein Phänomen zu sein, von dem wir erst sprechen können, wenn wir es mindestens mit der Gewalt eines Konzentrationslagers Auschwitz zu tun haben. Und der Rassismus wird nach wie vor als Phänomen des Nationalsozialismus gewertet. Das heißt, also entweder haben wir es hinter uns gelassen, die bundesdeutsche Gesellschaft, die Demokratie scheint gar keinen Raum zu lassen für Rassismus, oder aber rassistisch ist der rechte Rand. Also rechtsextreme Parteien, rechtspopulistische Parteien. Das Bewusstsein dafür, dass Rassismus auch ein Phänomen der Mitte der Gesellschaft ist, dass auch die Individuen rassistisch sind, auch die gutmeinenden Menschen zumindest verwoben sind in rassistische Strukturen, dieses Bewusstsein ist ungemein gering. Und der Ansatz von IDA NRW ist eigentlich der, das auch immer zu problematisieren, dass wir auch ungewollt rassistisch agieren können und dass wir vor allen Dingen in Strukturen arbeiten, die gelinde gesagt problematisch sind. Frau Löhrmann, ich meine zum Beispiel auch da die Schule, die immer noch zu sehr auf Segregation aus ist, unfreiwillig oder bewusst, es ist noch mal dahingestellt, aber das wäre zum Beispiel für mich ein Ansatz, wo man unbedingt ansetzen müsste, dass zum Beispiel Lehrer und Lehrerinnen aufgrund von als nicht dazugehörig wahrgenommenen Namen oftmals vorschnelle Entscheidungen über weiterführende Schulen oder über einen Schulaufenthalt überhaupt entscheiden. Ich höre immer wieder, dass Leute in der dritten Einwanderungsgeneration aber mit einem nicht deutschen Namen die Erfahrung machen, dass Kinder noch nicht für reif genug wahrgenommen werden. Vielleicht, weil sie schüchtern sind, aber das wird dann immer gesagt, das ist der Migrationshintergrund, das Kind kann nicht genug Deutsch zum Beispiel, oder dass die Empfehlung für das Gymnasium deutlich geringer noch ausgesprochen wird bei Kindern mit sogenanntem Migrationshintergrund. Das zieht sich fort bei der Aus- und Fortbildung, bei der Einstellung, auch bis hin zu Praktika, dass Menschen mit Migrationshintergrund trotz gleichwertiger Zeugnisse und Kompetenzen aufgrund eines fremdländischen, vermeintlich fremdländischen Namens nicht so schnell eingeladen werden. Ich meine Polizei und Verfassungsschutz. Polizei hat einen hochproblematischen Job zu erledigen, weil sie die Herausforderung des Nationalstaats, nämlich zu überprüfen, wer dazugehört und wer sich legitimerweise hier aufhält und wer nicht, zu überprüfen hat und das nach physiognomischen Kriterien tut. Also sich deswegen die Leute rausgreift, die vermeintlich nicht dazugehören. Das heißt, es ist nicht nur, also wenn ich jetzt auf Racial Profiling komme, dann ist das nicht nur ein Problem der Tatsache, es ist kein Phänomen, dass Polizisten und Polizistinnen per se rassistischer seien, sondern sie haben einen problematischen Auftrag, nämlich herauszufinden, wer hier nicht legitimerweise unterwegs ist. Ja. Das andere ist die Projekte. Ach so, oder mir wird zu viel über den Rassismus der Menschen, der Individuen gesprochen.
Und ich glaube, das hat natürlich was damit zu tun, was ich persönlich für eine Rassismusdefinition vertrete. Das ist jetzt nicht meine ureigene, sondern die ist vor allen Dingen aus der englischen Rassismusforschung, angelehnt an Stuart Hall. Und da heißt es eben, Rassismus ist nicht nur ein Phänomen der Individuen, sondern auch der Strukturen. Und Strukturen sind etwas, was in der bundesrepublikanischen Diskussion viel zu wenig beachtet werden. Das heißt, wenn wir zum Beispiel über Gedenkstätten oder über Schule ohne Rassismus oder auch die Arbeit des IDA NRW uns angucken, dann geht es immer darum, die mangelnde Moralität, die fehlende Bildung der vermeintlich rassistischen Menschen aufzufangen. Und wir gucken zu wenig auf die Strukturen. Und ich glaube, dass wir das dringend ändern müssen. Wir müssen an die Strukturen ran. Also wir müssen in der Schule, in der Polizei, Verfassungsschutz, der gehört meines Erachtens nur noch abgeschafft, ja? Der hat sich derartig diskreditiert. Nicht nur im Umfeld mit dem NSU, sondern auch, wenn man sich anguckt hier, ich bin Beobachterin des Untersuchungsausschusses, ja, wie borniert die Vertreterin vor allen Dingen des Verfassungsschutzes, sich empört, dass sie überhaupt hier befragt wird. Das ist ein Skandal, ja. Und deswegen finde ich, rassistische Strukturen müssen auf die Agenda gesetzt werden. Und wir brauchen nicht so sehr Projekte, die immer nur an den Individuen ansetzen. Das auch, ja. Aber wir müssen dringend an die Strukturen und wir müssen endlich wahrnehmen, dass die Strukturen mit den Menschen, die in diesen Strukturen operieren, verwoben sind. Das wäre mein Anliegen. Also weniger Projektitis, ja, sondern endlich Strukturen analysieren. Ich würde jetzt gern zu Andreas Zick kommen, der auch zu Beginn der Veranstaltung ja schon eine Keynote gehalten hat. Er ist Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld und hat viel im Bereich der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit geforscht. Ich würde noch mal weg von den Strukturen, wobei ich die Debatte sehr spannend und wichtig finde, hin sozusagen zu den Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft kommen. Und zwar hatten wir ja auch gerade schon über die Medien gesprochen, über Talkshows, was sozusagen diskutiert wurde. Meine Frage wäre, es ist ja in den letzten Wochen und Monaten sehr viel über das Thema Flüchtlinge natürlich diskutiert worden. Was hat das für Auswirkungen wiederum auf Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft? Also welche Resonanz findet das unter Umständen eben auch? Und wie kann man aus Ihrer Sicht diesen menschenfeindlichen Einstellungen, die ja von rassistischen Einstellungen über sexistische, Sie hatten das vorhin ja auch an den Folien, anhand der Folien nochmal sehr gut dargestellt, was gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit auch bedeutet, in welchen Bereichen und Facetten, was können wir dagegen tun, was sind aus Ihrer Sicht eben auch Antworten darauf, wie vielleicht auch Politik dagegen handeln kann? In 1,30? Ja. Nee, ich weiß gar nicht, ob die Forschung manchmal helfen kann. Ich habe mir ganz viel notiert. Also natürlich ist die erste Antwort auf die Frage mit den Strukturen verbunden. Wir sehen ganz klar, dass die Wurzeln, die gesellschaftlichen Wurzeln für diese Menschenfeindlichkeit nicht die Individuen sind, sondern das ist der soziale Kontext und zum Kontext gehört eine Kultur, da gehören normative Vorstellungen, Werte und da gehören Strukturen dazu. Wir sehen zum Beispiel, es gibt nicht den einen Faktor, der das Ganze erklärt. Albert Einstein hat gesagt, es ist schwieriger, einen Atom zu zertrümmern, es ist leichter, einen Atom zu zertrümmern als ein Vorurteil. Warum? Ja, nicht, weil man das Vorurteil so schlecht ändern kann, sondern auch, Sie können das Atom zertrümmern, weil Sie wissen, was es im Kern zusammenhält. Wenn Sie das wissen, dann können Sie das da operieren. Und das beim Vorurteil. Ist das Ganze sehr viel komplexer. Wir haben in unseren Studien gesehen, natürlich haben wir Menschen, die sind in ihrer politischen Ideologie im Kern rassistisch überzeugt. Und da braucht man nicht sehr viele Strukturen. Die haben eine ganz klare rassistische Ideologie, die vertreten die auch. Und die führt dann dazu, dass da Menschenfeindlichkeiten entstehen. Dann haben wir aber, und das fand ich jetzt in der letzten Untersuchung sehr erschreckend, haben wir ein Drittel in der Bevölkerung, die sagt, ich kann mit der Demokratie nichts mehr anfangen. Das heißt, die Demokratie führt zu faulen Kompromissen als zu sachgerechten Entscheidungen. Jetzt haben wir einen europäischen Reflex. Wäre es nicht besser, eine starke Person an der Spitze eines Landes? An der Stelle mache ich immer den Witz, mein Telefon schellt, oh, Frau Merkel ist zurückgetreten. Und dann fällt in der Regel allen Leuten eine Maske vom Gesicht. Was passiert dann? Also auch unser Land stellt sich ja mehr oder minder langsam auf starke Führung ein.
Und das ist ein Problem. Das heißt, wir haben ein Drittel, die sind da raus. Für die gelten andere Ursachen. Dann haben wir wiederum in der Mitte Menschen, die lassen sich über Vorurteile abholen, ganz einfach deswegen, weil diese Menschenfeindlichkeit Diskriminierung legitimieren. Und die Diskriminierung verspricht dann einen Vorteil. Und jetzt komme ich zu den Strukturen. Wir kriegen raus, dass wir relativ viele Menschen in unseren Befragungen haben, die auf der einen Seite Orientierungslosigkeit wahrnehmen, auf der anderen Seite sehen, das, was ich genannt hatte, dass hier so Leistungswettbewerb gilt und so weiter. Die neue, übrigens Shell-Jugendstudie sagt, Generation Aufbruch, guckt man aber genauer nach, sagt die Shell-Jugendstudie, das größte Problem der jungen Menschen sind Noten, 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 Noten. Und dann irgendwann kommt mal die Flüchtlingskrise. Aber erstmal die Noten. Und in diesem Orientierungslosigkeit, in diesem marktradikalen Wettbewerb, und dann kommt ein Faktor dazu, jetzt kommt der strukturelle Faktor, mangelnde Einbindung, werden Sie anfällig. Und natürlich ist es so, dass ich mittlerweile denke, nachdem wir jetzt das ganze 14 Jahre machen, dass uns zunehmend dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, von dem wir mal als Kultur gedacht haben, dass das irgendwie immer funktionieren muss, also nicht die Leitkultur, aber wir haben so eine Idee von gesellschaftlichem Zusammenhalt, uns da zunehmend nur noch die Menschenfeindlichkeit einfällt. Das heißt, die Abwertung der anderen ist eigentlich das, was zunehmend immer wieder den gesellschaftlichen Zusammenhalt erzeugt. Anders kann man ja nicht erklären, warum wir uns so unfassbar schnell darauf geeinigt haben, dass wir Flüchtlingsströme und Krisen haben. Wir haben nicht von der Krise des europäischen Systems geredet, sondern von einer Krise, die schon den sogenannten Flüchtlingen wieder zugeschrieben wird. Und da kriege ich jetzt, kann ich die nächsten 10 Jahre wieder Bildungsarbeit machen, um das zu entkoppeln. Man wird ja bekloppt. Aber das hat mir gezeigt in den Daten, und wir hatten in 2014 die Daten ja da. Es waren die Jüngeren, die mehr Ressentiments haben, und wir hatten in den Daten auch sehr deutlich, dass, naja, so 40-45%, kann man ja alles nachlesen, gesagt haben, die meisten Flüchtlinge sind ja eigentlich illegal hier. Ja, und wir sind ja jetzt schon bei den Rückführungen wieder und so weiter. Was ist eigentlich, ne, wenn der Kriegseinsatz da aufhört? Wir sind jetzt dabei, Abschiebekulturen zu entwickeln. Das sieht, und da merkt man, und das ist medial dann vielleicht gar nicht anders, die Medien nehmen das dann auf, dass wir tatsächlich über die Gleichwertigkeit und Ungleichwertigkeit, das ist ein zentrales Thema, was uns alle beschäftigt, natürlich uns die Abwertung der anderen als der einfachere Weg, weil der andere ist so schwierig. Und das ist dramatisch, weil auch in unseren Daten deutlich wird, dass wir können jetzt noch 100 Jahre über Integration reden. Wir haben eine Längsschnittdaten, 10 Jahre, und dort sehen wir sehr deutlich, sobald ich die Menschenfeindlichkeit adaptiere, erzeugt das die Integrationsrichtung und nicht andersrum. Das heißt, aus der Menschenfeindlichkeit entstehen Assimilationseinstellungen, entstehen dann die Strukturen, die exkludieren. Also insofern, es ist sehr vielschichtig, aber man kriegt das schon auseinander. Allerdings, was braucht man? Man bräuchte für das Land NRW ein sehr schönes Monitoring, nämlich der politischen, der Integrationsqualität. Man kann ja beides untersuchen. Man kann auf der einen Seite die Menschenfeindlichkeit, das muss man tun, weil die eben die Integrationsvorstellung bestimmen und nicht umgekehrt. Nicht erst kommt die Integrationsvorstellung und dann kommt das Vorurteil. Das Vorurteil ist immer schon vorher da. Und was ich, glaube ich, dringend jetzt angesichts des gesellschaftlichen Wandels, wir sind in einer Gesellschaft, die sich jetzt radikal ändern wird durch Migration. Und das wird auch eine Zeit lang so bleiben. Und wir wissen aus der Migrationsforschung, ich bin ja auch im Rat für Migration, 10 Jahre lang sind wir jetzt erstmal in dem Prozess drin, wo wir Angleichung für die, die 2015 gekommen sind, brauchen. Und dann legen wir noch ein paar Jahre drauf. Was man eigentlich bräuchte, wäre so etwas wie, für meinen Teil, Forschung in Zivilgesellschaft für Zivilgesellschaft. Also das ist mein politisches Programm. Das müsste man haben. Und jetzt habe ich den zweiten Teil der Frage vergessen, aber ich rede auch schon wieder so lang. Ja, Initiativen und Projekte. Also ich habe ja, wir haben aus unseren verschiedene Projekte aufgelegt. Ich glaube, wir brauchen eine andere Form der Bildung. Wir haben das genannt zivilgesellschaftliche Bildung, die beinhaltet schon Zivilcourage, aber das wäre nur eins. Neben Zivilcourage braucht man auch noch viel anderes. Aber da müssen wir uns mal zusammensetzen.
Es ist leider so in unseren Daten, aber das, das teilen wir mit Daten aus, für Europa, Eurobarometer-Daten 2015, haben das zu Beginn des Jahres gezeigt. Wir haben einen Effekt in den Daten, der ist ziemlich erschreckend und der ist wiedergekommen, der war lange Zeit weg. Und dieser Effekt ist ein Alterseffekt und der ist U-förmig. Das heißt, bei den Menschenfeindlichkeiten und bei den negativen Integrationsvorstellungen sind es die jüngeren 16- bis 30-Jährigen und die sehr viel älteren, über 65, die höhere Werte haben als die dazwischen. Vorher war das weg. Wir bauen auf die nachkommenden Generationen, aber daran sieht man, dass die Verteilungskämpfe, die zu Identitätskämpfen geführt werden, überführt werden, jetzt bei den Jüngeren wiederkommen. Also es ist nicht nur die Generation Aufbruch, sondern in Bezug auf die Integration und die Vielfalt auch gleichzeitig die Generation Abriss. Weil sie eigentlich in Zweifel stellt, naja, für Diversität und Vielfalt und so ist ganz schön, das könnt ihr machen, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Das ist auch nicht das, was in der Gesellschaft gebraucht wird. Und da würde ich sagen, da muss man noch mal feiner hingucken. Ich war auch sehr erschrocken, dass für viele weite Bereiche, wir sind viel im Land, vor 3 Jahren haben wir angefangen, uns mit dem Thema Rechtsextremismus, Rechtspopulismus in Hochschulen zu beschäftigen. Ich war doch sehr erstaunt, wie wenig unserer Hochschulen, also meiner eigenen Einrichtung, gut darauf eingestellt ist, dass natürlich mitten unter uns auch eine Generation sitzt, die rechtsextrem ist, die rechtspopulistisch ist, die menschenfeindlich ist und so weiter. Das heißt, in den Institutionen fehlt uns da ein Schutz und das gilt auch für die Bildungsinstitutionen. Ich kann das immer nachvollziehen, warum das Ganze so passiert, aber vielleicht ist ja eben der gesellschaftliche Wandel durch Zuwanderung und Flucht führt ja genau dazu, dass man sagt, naja gut, dann können wir jetzt noch mal ein bisschen umsteuern. Dankeschön. Ich komme zu Hans-Peter Kilgus. Herr Kilgus ist Leiter der Info- und Bildungsstelle gegen Rechtsextremismus im NS-Dokumentationszentrum der Stadt Köln. Bei der IBS ist die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus im Regierungsbezirk Köln angesiedelt. Und wenn ich gerade die Ausführungen der Oberbürgermeisterin Frau Henriette Reker richtig im Ohr habe, sollte es Ihnen ja zukünftig, was Ihre Finanz- und Personalausstattung, sollte es Ihnen ja zukünftig nicht schlecht irgendwie gehen. Insofern vielleicht können Sie auch Ihre Oberbürgermeisterin beim Wort nehmen. Aber das ist nicht der Kern meiner Frage an Sie. Wir haben ja heute im Rahmen der bisherigen Veranstaltung sehr viel darüber gesprochen, dass wir ein Jahr hinter uns haben, in dem die Anzahl der politisch rechts motivierten Straftaten bundesweit massiv, aber auch in Nordrhein-Westfalen massiv angestiegen sind. Vorhin kam die Aussage rund um den Faktor 10 gegenüber Unterbringungseinheiten, insbesondere für Geflüchtete. Nach Angaben der Sicherheitsbehörden sind 2/3 der Täterinnen vorher nicht im Bereich der organisierten rechtsextremen Szene aufgetreten. Wie würden Sie das erklären oder haben Sie hier eine Erklärung für? Wie geht die rechte Szene mit dem Thema Flüchtlinge um? Und ist die Situation nach Ihrer Einschätzung in Köln eine andere nach Silvester? Ja, vielen Dank. Vielleicht darf ich aber doch am Anfang noch ganz kurz was zu mir sagen. Ich bin zwar Leiter dieser Info- und Bildungsstelle, wir sind aber nur ein Team von 3 Personen, davon sind 2 über diese sogenannten Projekte dann beschäftigt. Von daher freue ich mich natürlich, wenn da der Wille geäußert wird, dass das zu ändern soll. Ich habe aber Frau Reker auch so verstanden, dass es nicht allein die Stadt macht, sondern dass das Land hier auch durchaus mit einem Beitrag leisten wird. Von daher freue ich mich natürlich, wenn sich das bei uns perspektivisch ändert, aber zu Recht, das Land macht da auch einiges. Ja, aber zu Ihrer Frage. 2/3 dieser Straftaten in NRW, so heißt es, seien von Tätern begangen worden, die eben nicht der organisierten extremen Rechten angehören. Jetzt ist es aber auch so, dass von diesen ungefähr, also über 200 Taten auf Flüchtlingsunterkünfte in NRW rund 1/4 aufgeklärt wurden. Das heißt, so viel wissen wir noch gar nicht über die Täter. Wir können aber durchaus sagen, wenn wir jetzt diese Zahlen, die wir haben, mal ernst nehmen, dass sich
bei denjenigen, die jetzt nicht diese klassische Szene-Sozialisation hinter sich haben, wo natürlich Gewalt auch eine große Rolle spielt, so etwas wie ja, die Hemmschwelle, Gewalt anzuwenden, gesunken ist. Das ist zumindest eine Tendenz, die man daraus entnehmen kann. Und ich würde schon auch sagen, dass die sich eben durch ein politisches Klima auch legitimiert sehen, also dass sie sich eben in ihrem Handeln bestärkt sehen. Wir könnten jetzt Fälle nehmen, ne, wie beispielsweise in Escheburg, das ist zwar nicht in NRW, aber vielleicht trotzdem bezeichnend, wo eben dieser Finanzbeamte dann ein Haus in der Nachbarschaft angezündet hat, weil dort Geflüchtete einziehen sollten. Das mag vielleicht noch ein Einzelfall sein, zeigt aber durchaus, wie ich finde, ist auch Ausdruck einer gesellschaftlichen Entwicklung. Wenn wir jetzt aber weggehen von den Tätern hin zu den Taten, uns nochmal vielleicht auch bundesweite Zahlen angucken, da haben wir ja über 1000 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, beziehungsweise darunter sind auch Schmierereien und Ähnliches. Davon, so sagt aber das BKA, sind deutlich über 900 mit rechtsradikalem Hintergrund. Ja? Und das ist, glaube ich, das Wichtige, also dass wir feststellen können, das ist schon immer eine rassistische Motivation, egal ob die jetzt einer Szene zugehören oder nicht. Und wenn wir das aus der Perspektive der Opfer sehen, ist das erstmal egal, ob der Täter jetzt irgendwo eingebunden war oder nicht. Das ist für andere Sachen sicherlich dann relevant. Also würde ich jetzt diese Frage mal bewerten. Ihr zweiter Teil der Frage war ja, hat sich etwas verändert für die extreme Rechte nach den Kölner Silvesterereignissen? Ich würde sagen, ja. Sie versucht in zunehmendem Maße eben von dieser gesellschaftlichen Entwicklung zu profitieren. Das gelingt ihr aber unterschiedlich. Ja, wenn wir uns die einzelnen Akteure in der extremen Rechten angucken, dann haben wir so etwas wie Pro-NRW, die sich aber eigentlich selbst zerlegen. Wir haben die NPD, die davon auch nur bedingt profitiert. Wir haben aber auch so Parteien wie die AfD, da könnten wir uns darüber streiten, wie wir die begrifflich einsortieren, rechtspopulistisch oder extrem rechts oder nur in Teilen. Auf jeden Fall haben wir da einen sehr starken, eine rassistische Ideologie, die von ihren wesentlichen Akteuren so verkörpert wird, und die profitiert natürlich in besonderem Maße davon. Und wenn wir das jetzt aber auf den lokalen Kontext vielleicht runterbrechen und uns nur Köln angucken, dann sehen wir das auch. In Köln gab es eine Pegida-Demonstration, die ja durchaus einen gewissen Zuspruch erfahren hat. Es gibt aber auch diese Bürgerwehren, wo sich unterschiedlichste Leute drin sammeln, die in Köln auch einen Sonntagsspaziergang organisiert haben, wo diverse Leute, die eben als fremd wahrgenommen wurden, angegriffen wurden. Und das sieht man, dass diese Entwicklung nach Silvester Auswirkungen auf die extreme Rechte insofern haben, dass sie eben auch ihre Aktivitäten steigern, dass hier versucht werden, auch andere Leute, die davor eben nicht der extremen Rechten zugesprochen haben, jetzt hier versucht werden, mit zu mobilisieren. Und dass ja, das rassistische Ressentiment mobilisiert wird und dass eine Entwicklung, die wir schon davor hatten, ja, das zeigen ja diese ganzen Angriffe und Übergriffe, das zeigen ja die Zahlen, dass diese Entwicklung jetzt keine neue ist, aber dass sie eine gewisse Dynamik bekommen hat. Und das, denke ich, ist wichtig, dass wir das sehen, dass man da auf sehr unterschiedlichen Ebenen ansetzen muss. Also ich beschäftige mich hauptsächlich mit den Organisationen, wo die Menschen sind, wie Herr Zickter sagte, ne, die im Kern eine rassistische Ideologie vertreten, also wo sich ein extrem rechtes Weltbild verdichtet hat. Ich glaube aber, dass sinnvollerweise diesem Phänomen eben nur begegnet werden kann, wenn wir an Rassismus und auch andere Formen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in der Mitte der Gesellschaft in den Blick genommen wird und wenn wir gleichermaßen eben auch die rassistischen Strukturen sehen. Ja, vielen Dank erstmal für die Wortbeiträge hier auf dem Podium. Ich würde jetzt gerne die Debatte auch öffnen und würde einfach mal nach Statements und Fragen fragen. Da vorne haben wir direkt schon die erste. Ich hoffe, dass die Mikros funktionieren. Vielleicht einmal ausprobieren, auf den Knopf drücken. Dann komme ich hoch. Ich mache das. Mein Name ist Ute Hempelmann, ich bin Journalistin. Und was mich ein bisschen irritiert hat an der Debatte jetzt, ist, dass immer die anderen die Rassisten sind. Ich finde, das ist sehr holzschnittartig, wie wir hier diskutieren. Und als ich Ihre Folien gesehen habe, Herr Zick, habe ich gedacht, also ein paar dieser Fragen hätte ich wahrscheinlich auch mit Nein oder wie auch immer beantwortet.
beantwortet. Ich habe lange im Nahen Osten gelebt und habe mich mit dem jüdisch-israelischen Konflikt beschäftigt. Und ich glaube, wenn man sich das anguckt, dann fängt das immer im Kleinen an. Und ich habe das große Glück, Freunde zu haben, die einen türkischen oder einen syrischen oder was auch immer Hintergrund haben. Und die bewahren mich davor, eigentlich Rassist zu werden. Weil wenn ich mir im Moment die Zeitungen angucke, dann wird mir auch Angst und Bange. Für mich beschäftigt die Frage, und ich, das würde mich interessieren, ob darauf jemand eine Antwort weiß, wie man sozusagen dieses Phänomen der Abstraktion, was man ja auch politisch machen muss, so runterbrechen kann, dass man wirklich mehr im Kleinen guckt, was passiert. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt erstmal sammeln und alle fleißig mitschreiben. Das ist ja eine Frage, mit der sich unter anderem auch insbesondere Anne Broden sehr stark beschäftigt hat. Die Frage, wer sind eigentlich die Rassisten und müssen wir nicht selber auf uns auch selbst gucken? Ja, guten Tag an die Runde. Mein Name ist Marion Lillich. Ich bin Migrationssoziologin, aber seit einigen Jahren auf der operativen Ebene tätig in einem Arbeitsmarktintegrationsprojekt. Zurzeit ist es so, oder ich fange anders an, als wir vor 8 Jahren begonnen haben, war es schön für Flüchtlinge zu arbeiten und man bekam dann interessierte Nachfragen, das ist ja nett und gut, dass das einer macht und ist eine gute Sache. Jetzt ist es derzeit so, dass wir die Aktiven und auch sehr viele Ehrenamtler, die wir dringend für die Arbeit brauchen, weil wir das alleine nicht schaffen können, immer mehr mit Anfeindungen konfrontiert werden. Das heißt, es ist so, dass im Arbeitsalltag auf den Ebenen, in denen wir hauptamtlich unterwegs sind, das natürlich sehr gewünscht und unterstützt wird, und zwar immer mehr unterstützt wird. Und dafür bedanken wir uns auch für eine Veranstaltung für heute. Möchte ich mich noch einmal sehr bedanken. Es ist so, dass wir aber natürlich auch Bürger und Bürgerinnen sind und im gesellschaftlichen Kontext leben und jetzt immer mehr Fragen kommen nach, wieso unterscheidest du da nicht mehr und man müsste auch wirklich mehr sortieren und die einen haben es verdient und die anderen nicht. Und jetzt bin ich in der glücklichen Lage, aufgrund meiner theoretischen Fundierung adäquat zu antworten. Wenn auch nicht immer, wenn ich auf dem falschen Fuß erwischt werde und da gerade nicht drauf gefasst bin, gelingt mir das nicht immer so, wie ich es mir wünschen würde. Aber die vielen Ehrenamtler, die unterwegs sind, haben mit sehr viel Konfrontation zurzeit zu kämpfen. Und ich möchte das Problem dann deshalb ein bisschen hier auf die praktische Ebene bringen. Was können Ehrenamtler tun, auf die wir jetzt alle blicken, die wir dringend brauchen, wie ich es schon gesagt habe. Gibt es da Programme, irgendwelche Dinge, dass sie sich verbal auch wehren können? Sowas würde ich mir wünschen. Wir bieten zum Beispiel Module an, um Ehrenamtler zu schulen, ausländerrechtlich, interkulturell. Das läuft alles. Ich mache da auch einen großen Teil. Aber diese Sache, wie wehre ich mich gegen diese dummen Sprüche, dass man mal so ganz schnell in der Lage ist, etwas Vernünftiges zu entgegnen und nicht gleich mit rotem Kopf und mundtot dazustehen. Das würden wir auf der operativen Ebene brauchen. Ja, also ich wollte auch sagen, dass mein Name ist Katja Sonntag und ich wollte jetzt auf jeden Fall sagen, dass mir auch sehr wichtig ist, auf die praktische Ebene mehr zu gehen. Also auch, wo wir vorher das Thema Bildung hatten, ist mir sofort eingefallen, bei dem, was ich so erlebt habe bei meinen Töchtern in der Schule, dass es eben nicht so viel im Kleinen Projekte gibt, was alle Lehrer vielleicht zum Beispiel und Lehrerinnen durchziehen, zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation zu üben. Oder was wir Grünen doch eigentlich mal ursprünglich gemacht haben, Basisdemokratie. Also dass man zumindest das mal ausprobiert in einer Stunde und zwar in jeder Klasse einmal und nicht irgendwie vielleicht mal ein Projekttag in 5 Jahren zu dem Thema oder so. Das wäre für mich wichtig, dass man einfach ins Praktische geht, die Jugend und die Kinder von Anfang an wirklich in Demokratie üben lässt. Also ich finde, da passiert nicht viel auf der Schule. Wie viel wollen wir noch sammeln? Ich
Also ich würde sagen, weil wir jetzt einfach von der Zeit her so knapp sind, sammeln wir jetzt erstmal ganz viele, es sind ja verschiedene Aspekte und dann gehen wir in der Abschlussrunde nochmal darauf ein. Aber ich glaube, es macht keinen Sinn, eine Debatte jetzt zu führen, so direkt. Ich finde, heute früh haben die Zahlen von Andreas Zick gezeigt, dass wir nicht in der Flüchtlingskrise, sondern in der Demokratiekrise leben. Also bei Zustimmungsraten von 58% der Bevölkerung zu bestimmten Parametern, das ist fast eine Zweidrittelmehrheit, die antidemokratische Haltung hält. Und das Komplizierte ist ja jetzt, wenn wir dagegen etwas tun wollen, wir müssen uns selber am Schlawittchen aus der Schlammgrube ziehen. Und das ist eine schwierige Operation und da hätte ich Beratungsbedarf, weil ich nicht so richtig weiß, wie man auf diese Kommunikation von Pegida, AfD und auch zum Teil der journalistischen Entourage, die mittlerweile angesammelt haben, reagieren soll. Die sagen ja immer ganz geschickt, ja, also der wirklich verfolgte Flüchtling, dem wollen wir natürlich helfen. Aber diese ganze Entwicklung, diese Aufnahme, das muss man sofort stoppen. Und das zu dekonstruieren, dazu braucht man immer schon 10 oder 20 Sätze, damit der Zuhörer nachvollziehen kann, dass das eine Lehrformel ist, dass das eine Ausrede ist. Und ich manchmal jetzt auch denke, wir müssen eigentlich irgendwie auf die Metaebene dieser Kommunikation kommen, um die Tricks von denen irgendwie anzugreifen, weil wir, solange wir sie auf gleicher Ebene inhaltlich parieren, lassen wir uns auf denen ihr Spiel ein. Und die sind immer wie beim Hase- und Igel-Spiel schon immer einen Schritt weiter, während wir antworten. Und auch mit diesen Provokationen, zum Beispiel mit diesem Schießbefehl, ich glaube, also bei manchen zumindest von denen gewollt ist, ich provoziere erstmal, ich binde damit bis in die NPD hinein Klientel und Wählerin, verlasse dann die Position, damit ich in der Mitte im bürgerlichen Lager nichts verliere und ohne die anderen zu verlieren. Und somit sauge ich mich immer mit mehr Unmut und auch Wählerstimmen und Zustimmung zu. Und vielleicht haben Sie da Vorschläge, wie wir da als politische Akteure auch kommunikativ klüger agieren, als wir es vielleicht bisher tun. Danke. Hartmut Reiners vom Antirassismus-Informationszentrum AREC NRW aus Duisburg. Ein Statement zu zwei Stichworten. Das eine ist Repräsentanz, wenn es darum geht, Zivilgesellschaft zu stärken. Am Podium zum Thema Rassismus sieht man, dass offensichtlich Repräsentanz von Zivilgesellschaft von Betroffenen nicht gegeben ist. Also wir haben hier 7 Leute sozusagen, People of Color, unterstelle ich jetzt sozusagen, jetzt sind auch stark unterrepräsentiert. Das ist, glaube ich, auch in NRW nach wie vor ein Problem. Wenn wir so in die Szene gucken, es gibt Förderung von Migranten-Selbstorganisationen, das sind aber Peanuts im Vergleich dazu, was die großen Sozialverbände bekommen. Ganz eindeutig, eine Repräsentanz in der Zivilgesellschaft findet nicht statt. Ich weiß, dass jetzt muslimische Wohlfahrtsverbände sozusagen auf den Weg gebracht werden, aber sie sind immer noch nicht da. Also, und es gibt natürlich auch noch andere Vertretungen von Migranten-Selbstorganisationen. Das ist das eine, wie gesagt, Repräsentanz findet nicht statt. Zivilgesellschaft von der Politik brauchen wir gar nicht zu reden. Thema Marxloh in den Medien, wir kommen aus Duisburg. Das ist kaum gekommen, dass in der Bezirksvertretung Hamborn ein Migrant sitzt oder eine Migrantin sitzt. So, mit einem Anteil von 50-60% mit Migrationshintergrund. Und dann noch Strukturen, in Weiterführung von das, was Anne Broden gesagt hat. Wenn man strukturellen oder institutionellen Rassismus oder Diskriminierung bekämpfen will, muss man auch in die Strukturen rein und nicht nur Projekte. Also Projekte sind immer kurz, sondern, und sie haben meistens einen kurzen Atem, sondern es müssen Strukturen aufgebaut werden und natürlich auch unter Einbeziehung, da komme ich zurück zu meinem ersten Punkt, von Repräsentanten, von People of Color, von Menschen mit Migrationshintergrund. Also wirklich, bleiben wir beim Thema Schule, da haben wir Servicestellen für Antisemitismusarbeit uns im Dezember mit beschäftigt. Wir wollen, dass der Diskriminierungsschutz in der Schule massiv ausgebaut wird, dass es da Beschwerdestrukturen gibt. Das wäre ein Beispiel und das sollte kein Projekt sein, ist einfach auch klar. Danke.
Okay. Ja, guten Tag, mein Name ist Daniela Giannone. Ich bin Juristin und auch Landesbeamtin hier in NRW und Leiterin des Fachbereichs Innenpolitik in der Landesvertretung NRW bei der Europäischen Union in Brüssel. Gleichzeitig komme ich aus OWL, bin dort auch ehrenamtlich in der Flüchtlingsberatung tätig, seit fast einem Jahr, und wollte hier noch einmal anlässlich dieses Panels auf die Geschehnisse der letzten Tage in Sachsen hinweisen. Ich denke, das muss man doch heute mal machen, auch wenn es immer blöd ist, wenn man jetzt von NRW aus in den Osten zeigt, dann ist es ganz klar, dass wir diese rassistischen Übergriffe, diese Probleme im gesamten Bundesgebiet haben, aber es lässt sich nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir in einigen Bundesländern doch sogenannte Hotspots, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, insbesondere in Sachsen haben. Die beiden Videos, die ich mir auch angeguckt habe, einerseits dieser wütende Mob, der vor dem Bus gewartet hat und der daran, der die Leute gehindert hat, ich glaube, fast 2 Stunden lang den Bus zu verlassen. Und dann das zweite Video mit der Polizei, die völlig hilflos agiert hat, beziehungsweise völlig inakzeptabel auf die Situation reagiert hat. Und dann drittens heute eine Meldung, erstmal vom Heute-Journal, glaube ich, und nicht von der Heute-Show, wie ich erst dachte, dass der Leiter des Flüchtlingsunterkunft in Klausnitz ein Mitglied der AfD ist. Und wenn man das alles zusammennimmt und auch das, was ich selber erlebt habe in den letzten Monaten, was mich so erschreckt, ist dieser Riss durch Freundeskreise, durch Kollegenkreise, durch Familien teilweise, auch bei uns in den Orten, in kleineren Ortschaften wie in Petershagen an der Weser, ich sag mal 30.000 Einwohner, sehr ruhig, wo teilweise dekadenlange Freundschaften zerbrechen im Moment, weil 50% für Flüchtlinge sind und 50% sehr kritisch sind. Und was mich einfach erstaunt, ist teilweise diese Enthemmtheit. Und das ist eben die Frage an zum Beispiel Herrn Professor Zick oder auch an Herrn Kilgus: Woher kommt dieses Eruptive? Also Sie haben das Lust an Unkorrektheit genannt, das ist ja schon fast ein bisschen euphemistisch. Diese Menschenfeindlichkeit, die da jetzt zutage tritt, also ich bin jetzt 36 Jahre alt und ich hätte nicht gedacht, dass das in dieser Zeit, also Flüchtlingskrise hin oder her, in Deutschland so nochmal passieren muss. Also wir haben ganz offenbar ein gravierendes Problem, wenn man sieht, dass Frau Petri sagt, sie möchte gerne auf Flüchtlinge schießen lassen an deutschen Binnengrenzen. Und im Politbarometer vor 2 Wochen wird gesagt, dass 29% der deutschen Bevölkerung das befürworten. 29%. Ich habe gedacht, ich falle vom Sofa. Das ist nicht akzeptabel. Und da müssen wir doch ganz klar sagen, ja, das ist ein großes kulturelles, kollektives Problem. Dem müssen wir uns stellen. Mir wird Angst und Bange, wenn ich an den 13. März denke. Und nur als Schluss, also erstens eben die Frage, wie sollen wir darauf reagieren? Ich bin selbst Behördenmitarbeiter, ich habe gesehen, wie sich in Sachsen-Anhalt Landesbeamte und städtische Beamte versucht haben, besorgten Bürgern in Anführungsstrichen zu stellen, in Anhörungen, in öffentlichen Anhörungen, die durchgeführt worden sind, die sich wirklich redlich bemüht haben, sachlich zu argumentieren. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Also da fehlt mir manchmal einfach nur noch, ja, sozusagen die Kunst, darauf zu reagieren, wie soll man damit umgehen mit solchen Bürgern, die im Grunde gar nicht mehr zuhören wollen. Und drittens, darauf möchte ich auch noch mal hinweisen, es gibt irakische Freunde, syrische Freunde von mir, die zu mir sagen, werden wir jetzt tatsächlich demnächst erschossen? Was passiert denn, wenn nächstes Jahr Bundestagswahl ist? Weil ich sage natürlich, nein, das wird niemals passieren, das ist gegen geltendes Recht, das wird nicht passieren. Aber die sagen, ja, aber nächstes Jahr ist doch Bundestagswahl. Was ist, wenn die AfD in Regierungsverantwortung kommt? Und dann fehlen mir die Worte. Und darauf müssen wir kollektiv als Gesellschaft eine Antwort finden. Und zwar relativ zügig und relativ dringend. Ich glaube, mit Blick auf die Uhr, ich würde ganz gerne jetzt noch eine zusätzliche Wortmeldung irgendwie zulassen und dann Schnitt machen. Ich habe noch in der Reihenfolge, wie Sie eingegangen sind, Hilfe, muss ich. Sie hatten sich gemeldet? Bitte. Samuel Wanko ist mein Name. Henrietta Recker hat schon ansatzweise angesprochen, dass der öffentliche Dienst sich mal öffnen sollte,
ein bisschen mehr Migranten einstellen, damit die Migranten auch, wenn die zu öffentlichen Diensten kommen, Vertrauen haben können. Manchmal passiert es, dass man dahin kommt, für irgendwas kriegt das auch erklärt, aber weil man das Gesetz nicht kennt und das nicht versteht, geht man davon von Rassismus aus, geht nach Hause, beleidigt. Ja. Wenn man aber einen Migranten da treffen konnte, der man das besser erklären konnte, da konnte man Vertrauen drauf haben, okay, der kann nicht Rassist sein, ne? Der ist doch einer wie ich oder so. Ne? Deswegen meine Frage an Silvia. Hier in Nordrhein-Westfalen sind wir an der Region beteiligt. Da sind die zwei demokratischen Parteien, SPD und wir, an der Macht schon seit langer Zeit. Was haben wir bisher getan, um den öffentlichen Dienst so zu gestalten, dass mehr Migranten angestellt wird oder wenigstens ansatzweise die Gesellschaft zu widerspiegeln? Wenn bisher nicht gemacht wird, gibt es eine Planung, was man da machen kann? Okay, dann vielen Dank für die Statements und die Fragen. Es ist jetzt viel zum Thema Schule gefragt worden, aber auch nochmal zum Thema Rassismus, Menschenfeindlichkeit, Gewalt. Ich würde jetzt gerne allen nochmal die Möglichkeit geben, kurz auf die Fragen einzugehen und vielleicht noch eine Frage mitzunehmen. Sie müssen gucken, ob Sie es noch unterbringen können. Die Frage, unser Titel des Panels war ja Rassismus begegnen, Zivilgesellschaft stärken. Ich will nochmal gerne auf diesen Aspekt Zivilgesellschaft stärken eingehen und die Frage, wie wir das tun können. Wir würden ganz gerne umgekehrter Reihenfolge jetzt vorgehen, aber ich sehe schon, Andreas Zick hat das Mikro in der Hand, dann können Sie jetzt auch, gehen wir so durch, fangen Sie an. Also es sind wirklich unglaublich viele Fragen und wir bräuchten jetzt einfach nochmal einen nächsten Workshop. Wir sollten uns mal einschließen und die Fragen in Ruhe diskutieren, das wäre, glaube ich, gut. Wir bräuchten nicht mehr Zeit. Ich sage es mal ganz kurz. Ich beschäftige mich seit 14 Jahren da mit dem Phänomen, seit 25 Jahren mit Vorurteilen und Rassismus. Da muss man viel Frustrationstoleranz haben, um das überhaupt machen zu können. Es hilft doch nicht zu jammern. Es hilft doch nicht zu jammern. Wir rufen bei, jungen Menschen und Kinder im Netz unterwegs sind und treffen auf üble Seiten, dann rufen wir alle nach Medienkompetenz. Wenn Köln passiert, dann rufen wir alle danach, die Polizeikräfte zu erhöhen. Und seit 14 Jahren bei Menschenfeindlichkeit ruft kein Mensch, dass wir Menschenfreundlichkeitskompetenz mehr stärken müssen. Man braucht mehr Sozialarbeit, man braucht mehr Sozialpädagogik und wir brauchen eine vollkommen andere Form von Bildung für diese zerrissene Gesellschaft. Und da muss man auch bereit sein, nicht konformistisch zu sein. Da muss man auch mal, und jetzt komme ich, hier sitzen vielleicht nicht People of Color, aber hier sitzen Betroffene von Rassismus. Weil wir wissen heute, wir leben in einer Zeit, wo, wenn Sie sich mit den Phänomenen beschäftigen, Sie ganz schnell auch auf der Seite derer sein können. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Hassmails erhalten für Forschung. Ich habe aber auch noch nie in meinem Leben so viele Freunde, neue Menschen kennengelernt. Das will ich dazu sagen. So, und beim Populismus. Ich glaube, es empfiehlt sich einfach, die Zeichen früher ernster zu nehmen. Es war so bei Pegida im Oktober, als sie die Facebook-Seite aufgemacht haben, das war alles vor der Asylkrise. Die Medien haben es dann zur Asylkrise gemacht. Aber was war denn da zu sehen? Da war die Kanzlerin mit einem Schweinekopf zu sehen. Und da brauche ich nicht lange studieren, um zu sagen, dies ist ein aggressiver Hinweisreiz. Natürlich ist der Aufruf zum Schießbefehl ein aggressiver Hinweisreiz, der soll Schleusen öffnen. Tabubrüche, da muss man ja langsam gehen. Natürlich werden sie gemacht. Man muss die Frage stellen, was wollen sie eigentlich? Und man muss auch nicht in jeden Dialog gehen, also wir brauchen schon Konfliktmanagement, man muss nicht in jeden Dialog hineingehen, wenn die Bedingungen nicht klar sind. Wir müssen die Bedingungen nur vorher klären und nicht während einer Diskussion, sonst rutscht man in den Populismus. Ja? Und wir müssen immer konsequent die Frage stellen, was wollt ihr eigentlich? Und wir haben das gesehen, man muss die Wahlprogramme dann auch mal lesen, auch die Bücher lesen, die produziert werden. Man muss dann die Frage stellen, welche Bilder setzt ihr eigentlich in den Raum? Die Bilder sind für jeden sichtbar. Und dann muss man auch deutlich bei Tabubruch sein, das ist ein Tabubruch. Aber ich glaube,
wenn ich meine Daten ernst nehme, was macht uns eigentlich menschenfeindlich, dann braucht dieses Land ein bisschen mehr Courage. So, und jetzt noch ein allerletztes. Auch die bildungsstarken Gruppen. Der Rassismus ist signifikant gestiegen in unseren Studien, am stärksten angestiegen unter den reichsten der Befragten. So, aber was können Sie nicht? Offensichtlich können Sie Ihren Rassismus bremsen, dann, wenn es darum geht, dass wir die Vorurteile und so weiter messen, dann kann man das bremsen. Was uns komplett gefehlt hat, so auch in der Bildung, ist, dass wir nicht mehr die Kompetenz vermitteln, Wertschätzung auszuüben. Die Islamfeindlichkeit, Daniel, wir wissen das, ist ja deswegen so stark. Nicht, weil man nur negative Bilder hat, sondern dass wir keine Alternative denken können, nämlich Wertschätzung. Das fällt uns schwer. Und da verschwinden alle Bildungsunterschiede. Also ich finde irgendwie, ich bin ja jetzt so unter den Grünen, ich kann mich an Zeiten erinnern, in meiner Jugend, Kämpfe um den Umweltschutz, was da alles diskutiert worden ist. Und wir wissen aus der Vergangenheit, ja, in Köln würde man sagen, ah, Schuh. Also man muss dann schon auch nochmal aufstehen und nochmal wieder loslaufen und vielleicht um das kämpfen, was einem lieb und wert ist und was uns eigentlich alle schützt. Also ich habe mir gerade von Anne Broden die Erlaubnis eingeholt, dass ich vorziehen darf, weil das so schön an das passt, anschließt, was Herr Zick gerade gesagt hat, der auch von Bildern gesprochen hat. Und es war ja auch gerade so das Plädoyer zur Selbstkritik. Dann übe ich die mal ein bisschen. Ich arbeite ja bei der Stadtverwaltung Köln. So, vor 2 Jahren, da hat in der Öffentlichkeit war das Wort der Flüchtlingskrise noch nicht ganz so präsent, aber doch hat man über Flüchtlinge gesprochen und die Stadtverwaltung hat mehrere Verwaltungsvorlagen immer mal wieder gebracht, wo es um das Thema ging. Und da war auch schon von Flut beispielsweise die Rede, da war von Krise die Rede, da war von Überforderung die Rede, also all das, was sie dann später hatten. Und da haben wir dann auch gefragt, ja warum, liebe Kollegen, schreibt ihr denn solche Worte da rein, wenn ihr wisst, da wird eine Bedrohung suggeriert, wenn ihr wisst, das fördert eigentlich eher eine rassistische oder diskriminierende Haltung. Und was haben die gesagt? Wir schreiben das deswegen da so rein, weil wir ansonsten die Mittel, die wir brauchen, nicht bewilligt bekommen. Und Sie sehen, da fängt eben schon ein Teil des Problems eben an. Und wenn jetzt mit solchen Metaphern, mit diesen Flutmetaphern, wie wir sie schon in den 90er Jahren gearbeitet werden, ja, die Flüchtlingswelle und so weiter, wir haben Politiker, kennen Sie alle, die davon sprechen, dass wir in einem Unrechtsstaat leben würden und so weiter. Also wenn sozusagen irgendwie da die Bindekräfte nicht mehr da sind, wenn die Demokratieferne da ist, dann denke ich, ist das ein Hinweis darauf, der vielleicht ein bisschen Ihre Frage erläutert, woher kommt das Eruptive? Ja? Warum werden dann Menschen so, dass sie diesen Satz, der eigentlich ja nicht aus der extremen Rechten kommt, aber inzwischen dort weite Verwendung findet, wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht, dass die das ernst nehmen und das eben auch versuchen, dann mit Gewalt durchzusetzen. Und ich glaube, wenn wir jetzt zu dem Anfang kommen, ja, da haben wir schon auch irgendwie die Möglichkeiten, zumindest in Ansätzen hier dagegen zu steuern. Da haben wir die Möglichkeit zu versuchen, eine andere Sprache zu sprechen. Und dass das alles mühsam ist, das ist klar. Also auch ich habe jetzt keine Patentrezepte dabei, aber ich glaube, das müssten wir tatsächlich an anderen Orten nochmal gucken, wie ist so eine Haltung von Solidarität tatsächlich durchsetzbar und wie kann man dann auch mit anderen sprechen. Wir wissen aber gleichermaßen, das kommt oft dann bei kaputten Gesprächen raus. Das heißt, auch hier braucht man eben wieder den viel zitierten langen Atem. Und bevor ich mich jetzt weiter in so Phraseologien flüchte, gebe ich dann doch lieber mal das Mikrofon an die Expertin. Ja, ich möchte auf 2 Aspekte eingehen. Das erste war die Frage, warum sind die Rassisten immer die anderen? Ich glaube, dass das damit ein bisschen zu tun hat, dass Rassismus in der Bundesrepublik oder in vielen westlichen Ländern hochmoralisch aufgeladen ist. Es ist ungemein schwer anzuerkennen, dass man selbst Vorurteile, rassistische Denkweisen hat, dass die Institution, in der man arbeitet, mit der wir uns identifizieren, womöglich problematische Strukturen sind. Und bei IDA NRW ist es immer so, wir sagen zum einen, Rassismus muss, um bearbeitet zu werden, auf den Tisch. Ja? Und das heißt zum Beispiel, dass wir uns von dem Begriff des Antirassismus verabschiedet haben, weil der eigentlich sofort suggeriert, was nicht thematisiert werden darf. Solange ich zum Beispiel einen antirassistischen Workshop mache, ist klar, ich darf nicht
über eigene Vorurteile, eigene Fragen, eigene Ängste in diesem Themenfeld reden, weil dann bin ich sofort die, die markiert wird. Ja? Deswegen reden wir zum Beispiel von Rassismuskritik, um auch deutlich zu machen, es ist kein ganzes Entkommen aus den rassistischen Verstrickungen. Und das ist im Bildungssetting was enorm Wichtiges zu signalisieren oder zu ermöglichen, dass es eine Atmosphäre gibt, um über eigene rassistische Verstrickungen der Person und der Institution zu arbeiten. Das Zweite ist, ich möchte auf Volker Beck eingehen mit der Demokratiekrise. Das stimmt natürlich, aber ich beziehe mich jetzt nochmal explizit auf Rassismus. Die Ursache oder einer der Ursachen von Rassismus ist, jetzt komme ich mit was ziemlich Abwegigem, der Nationalstaat. Weil der Nationalstaat danach fragt, wer dazugehört und wer nicht. Ja? Und wenn wir jetzt den Horizont von einer rassismuskritischen Arbeit sehen, dann besteht er unter anderem darin, den Nationalstaat abzuschaffen. Ich sage das jetzt etwas überpointiert, ja? Aber damit wird der Horizont, ja, unserer Arbeit deutlich. Und ich bin ein Fan von Sisyphos. Ja, also immer wieder den Felsen hochzurollen. Was anderes bleibt uns nicht übrig. Ich habe keine andere Alternative, hänge mich dann aber gerne an Albert Camus ran, der gesagt hat, wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Und das trifft ja nun nicht nur die rassismuskritische Arbeit. Ja? Das ist so ein Feld, da habe ich das Gefühl, manchmal wir sind drei Schritte vorangekommen, zum Beispiel letztes Jahr im Sommer, ja? Um dann wieder fünf Schritte zurückgehen zu müssen. Ich vermute mal, dass das alle Themenfelder betrifft, also auch gerade für die, die Grüne Partei einsteht. Ja? Es ist nicht einfach geradlinig immer nur, dass es bergauf geht. Ja? Wir sind auch in der Rassismuskritik. Ne? Vor 50 Jahren haben wir von Gastarbeitern gesprochen, dann waren es die Ausländer, dann die ausländischen Mitbürger, die aber meistens gar nicht Mitbürger waren, weil ihnen entsprechende Rechte nicht zugegeben wurden. Jetzt sind wir bei den Menschen mit Migrationshintergrund. Mal gucken, wo wir in 10 Jahren sind. Also wir haben ja noch nicht mal eine rassismusfreie Sprache. Ja? Wir können ja noch nicht mal Rassismus thematisieren, ohne wieder in neue Zuschreibungen, neue Vorurteile reinzukippen. Ja, also Steine hochrollen. Das hässliche Gesicht unserer Gesellschaft hat sich mit Pegida auf die Straßen gegangen und hat sich gleichzeitig materialisiert. Aber das hässliche Gesicht der Gesellschaft haben sehr, sehr viele Menschen in diesem Land, die zu marginalisierten Gruppen seit Jahren jeden Tag gesehen, jeden Tag erlebt. Und für uns ist das kein Schreck. Für uns ist Pegida keine Überraschung. Für uns sind diese vielen Hassbriefe keine Überraschung. Sie sind ein Teil unseres Alltags. Herr Andreas Zick, Professor Zick hat das bereits auch schon genannt. Sehr, sehr viele Menschen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, erleben das tagtäglich seit Jahrzehnten. Und es hat in den vergangenen Jahren immer wieder zugenommen, auch weil Kommentarspalten organisiert geflutet worden sind von diesen Menschen. Sie haben immer den Eindruck erweckt, als würden sie eine große Mehrheit in diesem Land darstellen. Und als Pegida auf die Straßen gegangen sind, dann habe ich zum ersten Mal Hoffnung gehabt in Deutschland. Das erste Mal, weil zum ersten Mal Gegendemos stattgefunden haben. Weil zum ersten Mal Massen an Menschen auf die Straßen gegangen sind. Weil ich zum ersten Mal mir bewusst war, ich bin nicht die Einzige oder Menschen wie ich sind nicht die Einzigen, die dieses hässliche Gesicht sehen, die sich darüber empören. Das hat mir damals Hoffnung gemacht. Und seither ist Deutschland ein polarisiertes Land. Seither haben wir ein Land, das auf der einen Seite sich nicht hemmt, sich nicht schämt, rassistische, unterirdische Dinge zu sagen. Menschen, die nicht hochrot anlaufen, während sie das sagen, was sie sagen. Menschen, die wohl wissen, dass sie sich in 10 Jahren wahrscheinlich dafür schämen werden, aber sich in dieser Situation so legitimiert fühlen, so salonfähig fühlen in dem, was sie denken. Und auf der anderen Seite Menschen, die dagegen halten. Und zum ersten Mal, als Pegida auf die Straßen ging, sind diese Menschen aufgestanden. Bis dahin habe ich empfunden, dass sie es nicht getan haben, nicht zur Genüge. Bis dahin waren wir alleine, wenn wir rassistisch am Bus angeschimpft worden sind. Es sind wenig Menschen aufgestanden und haben Zivilcourage bewiesen. Aber nach Pegida habe ich gemerkt, dass sehr, sehr viele Menschen diese Verantwortung nun fühlen. Was wir aber nicht machen dürfen, ist, dass wir alle unsere Energie darauf verschwenden, dass wir den Menschen erklären, warum sie rassistisch sind. Jahrelang haben wir in muslimischen Communities, in türkischen Communities, mit schwarzen Freunden, deren Communities Debatten darüber geführt, wie sie am besten gegenüber Rassismus agieren können, wie sie am besten dagegen argumentieren können. All unsere Energie haben wir darauf verschwendet.
statt das zu machen, was wichtiger wäre, nämlich diese Gesellschaft zu gestalten. Wir waren ständig mit Verteidigen, ständig mit Abwehren beschäftigt und haben all unsere intellektuelle Energie, unsere Zeit, Lebensmühe auf diese Menschen verschwendet. Ja, ich weiß, dass es natürlich sehr schwierig ist und sehr verletzend ist, wenn Menschen, die man lieb gewonnen hat, zu einem auf diese Art und Weise sprechen, wenn man merkt, wie welche ideologischen Grenzen sich in unserem Land nun ziehen. Aber das darf nicht die einzige Aufgabe sein, mit der wir uns jetzt beschäftigen. Die viel wichtigere Aufgabe ist, das Land zu gestalten, Themen neu zu besetzen. Wir müssen diejenigen sein, die jetzt sagen, was Sache ist. Wir müssen über unsere Zukunft sprechen. Heute fehlen mehrere Stichworte, zum Beispiel, was ist das neue Wir? Wen meinen wir, wenn wir sagen? Wen inkludieren wir in diesem neuen Wir? Wie können wir dieses Land gestalten? Wie können wir es anpacken? Und eine letzte Sache noch. Der Hass ist organisiert. Diese Menschen sind organisiert. Sie stürmen die Kommentarspalten in 0,nix, weil sie organisiert sind. Und nicht erst seit gestern. Wir organisieren uns erst neuerdings. Wir sind erst jetzt aufgewacht und denken, oh mein Gott, was können wir dagegen tun? Wir müssen uns auch organisieren. Und eigentlich wollte ich das aufheben für einen Vortrag, den ich im Mai halten werde, aber ich sage es jetzt schon. Liebe müssen wir organisieren. Wir müssen organisiert lieben. Wir müssen Menschen, die wir toll finden, das denen sagen. Wir müssen Positionen, die wir toll finden, pushen. Wir müssen Gesetzesvorschläge, die gut sind, pushen. Wir müssen diejenigen, die Gutes so tun, organisiert lieben. Ist mir lieber nicht das Schlusswort zu haben, das überlasse ich gerne Ihnen, aber du hast das schon ziemlich auf den Punkt gebracht. Das ist ja nicht vom Himmel gefallen, Pegida, und es hat eine lange Vorgeschichte und ich sehe da auch eher Chancen in der Situation, die wir jetzt haben, auch über Rassismus zu sprechen. Also die Frage, die Sie da vorhin gestellt haben nach dem Rassismus, dass niemand frei ist von Rassismus und dass das quer durch alle Milieus geht und eben in der Islamfeindlichkeit ja auch ganz unterschiedliche Allianzen, wie wir festgestellt haben. Das sind eben Linke, Liberale, Grüne, Grünwähler, die Angst haben um die Errungenschaften von 68, was sozusagen damit verbunden wird, Gleichberechtigung von Mann und Frau, Rechte für Homosexuelle, Bekämpfung von Antisemitismus, das sind jetzt angeblich die Muslime, die das irgendwie bedrohen und treffen sich damit Leuten, die das Christentum wieder zurückhaben wollen und ein Abendland verteidigen wollen. Wir müssen diese Debatte entmoralisieren vielleicht auch um Rassismus und einfach pragmatischer daran gehen und sagen, also gut, wir sind da nicht frei davon und wir müssen das entdramatisieren auch. Das, was wir jetzt erleben in Deutschland, was Herr Beck gefragt hat, ist, wie wir auf die AfD reagieren sollen. Ich meine, das haben alle europäischen Länder um uns herum. Hinter uns die Debatte, wie geht man mit der FPÖ um, wie geht man mit Geert Wilders um, diesen Meister darin, sich als Opfer zu inszenieren, diesen Meister darin, Ressentiments zu schüren und zu bedienen. Der Rassismus hat eine Funktion für die Leute, die ihn annehmen für sich. Und dem muss man entgegensetzen, eben ja, also pragmatisch Allianzen bilden mit Leuten, was du gerade vorgeschlagen hast, was du appelliert hast, zu sagen, das Gemeinsame stärken. Und klar, diese Vorurteile sind da besonders verbreitet, wo es wenig Begegnungen gibt, also muss man diese Begegnungen schaffen. Also ganz klar, wenn soziale Probleme kulturalisiert werden, muss man darauf sozialpolitische Antworten finden. Also und in der Bildungspolitik heißt es, zum Beispiel die Segregation an Schulen zu bekämpfen. Also das ist ja ein Phänomen, was dazu beiträgt, dass eben Vorurteile auf verschiedenen Seiten wachsen. Ja, ich finde, das war ja eine Wahnsinnsbandbreite von ganz theoretischen Fragen bis hin zu ganz konkreten Wünschen. Und die fand ich alle wichtig und auch so wichtig, dass wir natürlich überlegen müssen, wie gehen wir da weiter vor, auch wenn wir das jetzt hier nicht in diesem Abschluss mit drei kurzen Antworten geregelt kriegen, wie wir das so gerne immer tun würden in Deutschland. Ich will aber nochmal sagen, was ich glaube, einfach was auf dem Spiel steht und wo wir uns klar machen müssen, dass wir viele Sisyphusse auch brauchen. Mit hoffentlich positiver Ausstrahlung und Wertschätzung. Es steht doch auf dem Spiel, dass in einem Moment, in dem Deutschland und Nordrhein-Westfalen endlich im Einwanderungsmodus, sage ich jetzt mal, angekommen war, auf allen Ebenen, wir hier viel, weil wir ein Drittel Migrantinnen und Migranten in unseren Schulen haben und Schule weiß, sie muss das irgendwie machen, da wirken jetzt die Flüchtlinge eher, Herr Efdenakis hat das auf der Didakta gesagt, die wirken jetzt eher wie so eine Art Hefe,
weil die beschleunigen eigentlich die Notwendigkeit, das zu tun, was sowieso anstand. Und das war jetzt nicht in dieser und in vielen anderen Bereichen auch mehr Migranten im öffentlichen Dienst, mehr Migranten in der Polizei und die Maßnahmen sind alle beschrieben, die Gesetze sind eigentlich alle schon beschlossen und jetzt droht ja ein Rückfall. Und deswegen ist so wichtig, dass wir uns nicht entmutigen lassen in diesem Kampf, den wir da jetzt zu führen haben. Dass wir darum kämpfen, dass Gestaltungsmacht erhalten bleibt. Ja? Und da möchte ich jetzt noch dreimal ganz konkret werden, weil ich das so wichtig fand und ich weiß nicht, wie schnell wir darauf dann die Antworten finden können. Ich nehme mit die Argo-Hilfen, die wir Grünen gemacht haben, 10 Thesen gegen, wie haben wir das genannt, die Bierdeckel-Geschichte. Offensichtlich müssen wir gucken, ob wir mit unserer Landeszentrale für politische Bildung ganz schnell was hinkriegen. Auf der Didakta war das haufenweise zu sehen für den Unterricht. Da gibt es also genug, wie macht man Flüchtlinge im Unterricht, da gibt es ganz tolle Sachen. Aber natürlich gibt es da auch Materialien, was machen Politiklehrer gegen rechts. Das gibt es alles, aber wir brauchen es offenbar ganz schnell, damit die Zivilhelfer vor Ort auch solche Materialien haben. Ja, das nehme ich mit in unsere nächste IMAG, damit wir da schnell was hinkriegen, weil das, glaube ich, vielen hilft. Das hat mir sehr gut gefallen. Das andere, das will ich schon noch mal sagen. Wir haben, um zu werben dafür, dass junge Menschen sich was zutrauen, mit welchem Hintergrund auch immer, habe ich Filmchen aufgelegt, lange vor der Flüchtlingsthematik. Ich sage nach wie vor nicht Krise, weil Menschen sind keine Krise. Systeme können in Krisen sein und das sollten wir auch weiterhin immer tun. www.jetztdu.nrw. Da sind 4 Biografien beschrieben von jungen Menschen, die Erfolg hatten in Deutschland. Natürlich 2 Jungs, natürlich 2 Mädchen. Und die erzählen, ihre Lehrer haben sie unterstützt und sie sind was geworden und sie wollen andere motivieren, auch was zu werden in dieser Gesellschaft. Weil wir nur mit Gesetzen alleine auch nicht weiterkommen. Wir brauchen auch immer positive Beispiele. Und dann will ich noch mal sagen, der Referenzrahmen Schulqualität, da steht das drin, dass das vor Ort gemacht werden kann. Und ich bin schon stolz, dass die Schulen gegen Rassismus in 6 Amtsjahren sich verdoppelt haben in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, nicht einmal kriegt man ein Label, sondern das heißt, 80% der Schulgesellschaft, einschließlich der Lehrer, einschließlich der Schülerschaft, müssen unterschreiben, wir wollen daran arbeiten, dass wir weniger rassistisch sind. Die sagen nicht, das gibt's nicht. Und diese Schule muss mindestens einmal im Jahr einen Projekttag, die muss dieses Label, dieses Zertifikat mit Leben füllen. Sie muss es einmal im Jahr beweisen und daran kann sie gemahnt werden. Und wenn sie das nicht macht, kriegen sie das Label wieder weggenommen. Also ganz konkret kann in Zivilgesellschaft und in Schule daran gearbeitet werden. Und ich finde, das brauchen wir doch beide, systematische Schritte und konkret gelebte Schritte vor Ort, damit viel mehr Leute sagen, das ist eine super Schule, die macht das und die nächste Schule soll es auch werden. Und Frau Gensch, du hast nach dem Brandanschlag gefragt, Frau Gensch, die nach Liebe gerufen hat, nach diesem schrecklichen Ereignis und nach diesem rassistischen Anschlag auf ihre Familie, ist Solinger Bürgerin, hat den Bundespräsidenten mitgewählt und ist Patin einer Schule, eines Berufskollegs, die Schule gegen Rassismus ist und ihre Enkeltochter hat ein Grußwort dort gehalten. Ich sag mal, das zeigt doch, es geht und wir brauchen auch solche ansteckende Beispiele und dazu trägt auch dieser Kongress bei. Ich habe den Eindruck, wir könnten noch stundenlang miteinander reden, wir könnten noch stundenlang miteinander streiten. Leider mit Blick irgendwie auf die Uhr ist es jetzt irgendwie meine Aufgabe, Danke zu sagen. Danke für die qualifizierten Ausführungen, Statements, Ideen, Ansätze aller Referentinnen, aller Referenten, aber auch insbesondere Dank an Sie alle für Ihre aktive Unterstützung, für Ihr aktives Mitwirken. Ich habe mir heute Morgen die Frage gestellt, gewinnen in unserer Gesellschaft Vorurteile, Ressentiments und Ängste die Überhand? Ich habe den Eindruck gewonnen, mit Blick auf die heutige Veranstaltung, dass wir in vielen Fällen keine Lösung gefunden haben, aber doch in Teilbereichen den Antworten etwas näher gekommen sind. Insofern nochmal vielen Dank für Ihre aktive Beteiligung.